Hallo ihr Lieben, hier zu Gran Turismo 7 mit dem Honda Integra Typ R DC2. Mit dem geht's heute zur Halbwerk-Car-Parade nach Interlagos. Hier kurz die Einstellungen. Und dann geht's auch schon los. Ja, auf der Strecke geht er ganz gut mit. Aber auf die für die schnellen Strecken wie Sancor kann man ihn bei der Halbwerk-Car-Parade auch nicht verwenden. Dafür hat er dann nicht genug Power. Jetzt gibt es hier erstmal 7 Runden mit anschließendem Replay. Gestreift haben. Ich weiß nicht, da nicht gedreht habe. Ich
Sehr schön. Die Strecke meistert er also ganz gut. Die erste Kurvenkombination, da muss man echt runterbremsen. Ist auch nicht ganz so wendig. Ich sage an der Stelle wie immer vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Rennen und euch jetzt noch viel Spaß mit dem Gameplay. Bis dahin, bye bye.